So, nun komme ich im zweiten Teil meiner Ansprache dazu, das anzuwenden. Und ich sage euch unumwunden meine Theorie. Covid-19 wird bewusst dafür benutzt, eine Massenhysterie zu schüren und um Maßnahmen durchzuführen, die unsere Grundrechte und unsere Demokratie aushöhlen und zerstören werden. Und das betrifft nicht nur Deutschland, sondern es betrifft alle Länder, was ja auch nahe liegt. Denn es wird nach Offenbarung 13 ja ein weltumspannendes System kommen und alle Länder beherrschen. Und es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, die im Wege stehenden Freiheits- und Persönlichkeitsrechte abzuschaffen, als eben eine solche Pandemie. Wir sehen ja schon lange, wie immer weiter daran gearbeitet wird, die souveränen Staaten unter große, weltweit agierende Systeme zu zwingen. Wir haben das Weltwirtschaftsforum, wir haben die Weltbank, wir haben den Internationalen Währungsfonds, wir haben die Weltgesundheitsorganisation, um nur einige zu nennen. Und es ist schon von vielen Seiten darauf hingewiesen worden, dass alle diese Gremien und Organisationen eben nur sehr oberflächlich betrachtet wirklich demokratisch sind. In Wahrheit haben da international agierende Konzerne und sogar Einzelpersonen immensen Einfluss in diesen Gremien. Und wer sich von euch näher dazu informieren will, der findet ohne weiteres Sachbücher darüber und auch im Internet finden sich neben wilden Thesen auch ernstzunehmende Recherchen und Beiträge. Deswegen will ich das hier nicht weiter verfolgen. Wir haben also eine Corona-Krise, die alles andere als überraschend auf uns kam. Nur mal nebenbei bemerkt. Aber von Anfang an habe ich mich über die Äußerungen in den Medien gewundert und habe in vielem keinen Sinn erkennen können. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, wenn man eine Pandemie verlangsamen will, warum legt man dann das ganze öffentliche Leben komplett lahm? Warum nicht nur Teile, damit es wirklich langsam, aber eben doch langsam vorangeht? Und dann die Frage, wie hoch ist denn die Sterblichkeitsrate nun wirklich? Gibt es da eine unabhängige Forschung dazu? Und warum reagiert man nicht mit Augenmaß territorial unterschiedlich? Und die allerwichtigste Frage, woher kommt eigentlich das ganze Geld? Zig Milliarden, hunderte von Milliarden, über die Minister jetzt in unbegrenzten Mengen verfügen, um den Schaden dieser Pandemie abzufedern. Nun bekomme ich auf diese Fragen keine Antworten, die mich zufriedenstellen. Aber ich sehe, dass andere Menschen sich auch fragen und dass es eine Menge Widerspruch gibt, der aber leider erstickt wird. Also komme ich zu dem Schluss, dass die sogenannte Pandemie benutzt wird. Benutzt, um Dinge durchzuführen, die ohne eine solche Pandemie gar nicht denkbar wären. Zum Beispiel, dass in Bayern und Nordrhein-Westfalen jetzt Drohnen herumfliegen über öffentliche Flächen, um alle Zusammenrottungen aufzulösen. Wir alle, über 80 Millionen Deutsche, wir werden unterschiedslos in unseren Wohnungen und Häusern eingesperrt. Und das soll auch noch längere Zeit so weitergehen. Obwohl der erwartete Ansturm auf die Intensivbetten, den zu verhindern solche Maßnahmen ja ergriffen wurden, ausblieb. Er blieb in weiten Teilen Deutschlands so vollständig aus, dass nun in vielen Kommunen, Städten und Landkreisen die Krankenhäuser fast leer stehen. Ist es sinnvoll, das gesamte öffentliche Leben und die Wirtschaft so lahmzulegen und eine gigantische, noch nie dagewesene Verschuldung ganz Europas in Kauf zu nehmen, wo die Mortalität, also die Sterberate bei Covid-19-Fällen, nicht deutlich über der einer Grippewelle liegt? Nun, die Medien und die dort zu Wort kommenden Politiker sagen uns, ja, ja, das muss alles sein. Es muss sein zum Schutz der Alten und der Schwachen, denn diese würden von Corona so schwer betroffen sein. Und da hört man auf und staunt. Es ist also der Schutz der Alten und Kranken und der Schwachen, der diese Maßnahmen nicht nur rechtfertigt, nein, nein, zwingend erfordert. Widerspruch ist hier nicht nur unmöglich eigentlich, sondern er ist ja sogar menschenfeindlich. Und ich frage mich, ob ein wirkliches Interesse an alten, kranken und schwachen Menschen in Europa nicht eigentlich schon
viel eher, schon längst hätte dazu führen müssen, dass Geld in die Hand genommen wird, um zum Beispiel folgende Missstände mal zu beseitigen. Da wäre zum Beispiel ein Pflegenotstand in Deutschland schon seit vielen, vielen Jahren in Alten- und Pflegeheimen. Und seit vielen Jahren fordern Verantwortliche hier mehr Geld, damit Personal eingestellt werden kann, aber leider war dafür nie Geld vorhanden. Oder zum Beispiel eine miserable Ausstattung des Gesundheitswesens in Ländern wie Italien, Frankreich und Spanien, wo jetzt ja deswegen auch viele Menschen sterben. Während in Deutschland 35.000 Intensivbetten zur Verfügung stehen, sind es in Italien gerade einmal 4.000 und in Spanien 5.000 bis 6.000. Wen wundert's, dass da schwerkranke Menschen sterben? Und ich frage mich, wäre es nicht schon längst angebracht gewesen, hier Gelder zu investieren, um diese Länder im Gesundheitswesen aufzurüsten? Nein. Nein, das war nicht möglich. Es war nicht möglich, in der EU einen in allen Ländern gleichermaßen hohen Medizinstandard herzustellen. Das hätte viel zu viel Geld gekostet, was natürlich zugleich auch wieder ausgegeben und so in die Wirtschaft hineingeflossen wäre. Aber das ging nicht. Und ich frage mich drittens, hätte die Erforschung und die Entwicklung wirksamer Impfstoffe nicht schon längst ein so großes staatliches Interesse sein müssen, dass man Geld investiert? Längst hätten die dafür benötigten Gelder unabhängigen Forschungseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden müssen. Aber stattdessen sah die Politik über Jahre zu, wie nicht nur die Forschung in diesen Bereichen, sondern auch die Produktion wichtiger Medikamente immer weiter privatisiert wurde und ins Ausland verlagert. Nein, unser Staat hatte diese Gelder nicht zur Verfügung für die Gesundheit seiner Bürger. Genauso wenig wie für die Bildung im Allgemeinen. Und nachdem also über Jahrzehnte hinweg all diese wichtigen Dinge nicht umgesetzt wurden, weil das nötige Geld nicht vorhanden war, steht jetzt auf einmal in scheinbar unerschöpflicher Menge Geld zur Verfügung. Denn wir produzieren ja gerade bewusst einen wirtschaftlichen Super-GAU, der die Länder Europas so unermesslich viel Geld kosten wird, dass man sich fragen muss, ist dieses Geld denn überhaupt irgendwo? Wie können Politiker heute vor die Kamera treten und davon sprechen, dass es Hilfen in unbegrenzter Höhe geben wird, um diese Krise zu überstehen? Da frage ich mich, was haben die eigentlich schon geplant, was wir nicht wissen und auch wahrscheinlich gar nicht wissen sollen? Ehrlich gesagt, ich fühle mich verarscht. Und ich glaube nicht, dass es um die Rettung von alten und kranken Menschen geht, sondern dass hier ein perfider Plan verfolgt wird, der mit dem Argument, es gehe um die Volksgesundheit, jede Gegenwehr im Keim ersticken soll. Der Begriff Volksgesundheit wird natürlich nicht verwendet, kann man nicht verwenden, denn der kommt ja geschichtlich gebildeten Menschen irgendwie bekannt vor. Und deswegen kann man ihn nicht verwenden, das war etwas boshaft von mir. Aber in der Sache geht es ja genau darum. Es wird uns ja suggeriert, unser aller Gesundheit steht auf dem Spiel und darum darf unsere Politik jetzt auf unbestimmte Zeit die ungeheuerlichsten Dinge tun. Sie darf die Freiheit des Versammlungsrechts außer Kraft setzen. Sie darf Gottesdienste absetzen und alle Versammlungen. Sie darf Handydaten auswerten, um Bewegungsprofile zu erstellen, wo immer sie das für nötig erachtet. Und sie darf eine massive Propaganda machen, den Gebrauch von Bargeld einzuschränken, obwohl eine Ansteckungsgefahr mit Covid-19 über Bargeld an den Haaren herbeigezogen ist. Es gibt keinen Nachweis dafür. Und ich frage mich, welche weiteren Maßnahmen werden jetzt wohl hinter verschlossenen Türen noch geplant? Und ich mache eine weitere Beobachtung. Ich merke, dass gar nicht mehr wirklich diskutiert wird in diesen Tagen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass jemals eine solche Einigkeit über alle Parteigrenzen hinweg bestand. Selbst bei viel weniger gravierenden politischen Maßnahmen, da wurde teilweise bis aufs Blut debattiert. Aber bei diesen weitreichenden Maßnahmen, die jetzt durchgesetzt werden, da scheint es gar keine gegenteilige Meinung zu geben unter den Parteien, die es mal wert wäre, wirklich auch einmal abendfüllend diskutiert zu werden. Nein, die Politik, die uns hier aufgezwungen wird, die scheint alternativlos zu sein. Alternativlose Politik, da ist nicht mehr nur Vorsicht geboten. Alternativlose Politik, die gibt es eigentlich nur in Diktaturen. Und deswegen bekommen auch Kritiker der Corona-Hysterie in den großen Medien kein wirkliches Forum, um ihre Erkenntnisse vorzustellen. Der Virologe Professor Carsten Scheller ist zum Beispiel der Meinung, dass der uns stets gemeldete Anstieg der Infizierten wohl eher mit einer ständigen Ausweitung der Tests zu tun hat, als damit, dass das Virus so gefährlich sei.
Er stimmt mit der Einschätzung des Coronavirus, die uns von den Medien mitgeteilt wird, nicht zu. Und er sieht die ergriffenen Maßnahmen mindestens kritisch. Und der Lungenfacharzt Dr. Wolfgang Wodak, ein Ex-Gesundheitsamtsleiter, der sieht überhaupt gar keine Pandemie. Aber ständig berichten unsere Medien nur noch über die Pandemie, über die Pandemie, über die Pandemie und über die Pandemie, als gäbe es keine anderen wichtigen Themen in der Welt. Diesen angeblichen Corona-Toten, von denen uns ja noch nicht einmal wirklich mitgeteilt wird, wie viele nun wirklich, wirklich an Corona verstorben sind und wie viele nicht einfach auch deswegen verstorben sind, weil sie sehr alt und sehr krank waren. Denen steht ein Vielfaches an Toten gegenüber, die der Gier und Korruption unseres westlichen Wirtschaftssystems zum Opfer gefallen sind und die immer noch täglich dem zum Opfer fallen. Aber das ist derzeit kaum eine Meldung wert. Und ich glaube daher, dass es hierbei überhaupt nicht um den Schutz von Menschenleben geht, sondern um die Einschüchterung und die Kontrolle der Bevölkerung und um wirtschaftliche Interessen. Und zwar von solch gigantischem Ausmaß, dass wir es uns wahrscheinlich überhaupt kaum vorstellen können. Und da kommt für mich schon die Frage ins Spiel, gibt es da vielleicht eine Verschwörung? Nun, Offenbarung 13 spricht ganz klar von einer Verschwörung. Da wird unter satanischem Einfluss ein politisches System geschaffen, das die ganze Welt kontrolliert und das aber von einer großen Mehrheit der Menschen bejubelt wird. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird, aber ich bin mir sicher, dass die jetzt ergriffenen Maßnahmen ein weiterer Baustein sind auf der Errichtung hin zur Errichtung einer solchen Diktatur. Denn wir erleben ja gerade, wie vor unseren Augen Freiheit und Menschenrechte im Namen der Gesundheit abgeschafft werden. Und weil es im Namen der Gesundheit geschieht, kann auch keiner was dagegen sagen. Ja, wer will denn schuld sein an der weiteren Ausbreitung dieser furchtbaren Pandemie? Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass durch ständige Wiederholungen immer derselben Inhalte und durch manipulative Bilder anstelle von ordentlichen Recherchen die Bevölkerung gleichgeschaltet wird und auf eins eingeschworen: Wir erleben gerade eine ganz schlimme Bedrohung durch ein tödliches Virus und deswegen müssen wir alle zu Hause bleiben. Deswegen kann auch keiner mehr demonstrieren gehen. Zum Beispiel die Anwältin Beate Barner, die eine Klage eingereicht hat, weil sie in den gegenwärtigen Maßnahmen eine rechtswidrige Verletzung von Paragraph 8 durch den Staat sieht, da geht es um das Versammlungsrecht in diesem Paragraphen, die wird nun vom Bund mit einem Strafantrag bedacht. Sie hatte dazu aufgerufen, dass man sich samstags zu Demos versammelt, mit Sicherheitsabstand, kann man ja machen, um gegen diese rechtswidrigen Einschränkungen zu demonstrieren. Und nun bekommt sie einen Strafantrag. Das ist der Hammer. Also ist die Situation ja jetzt die, dass wir gar keine Möglichkeit mehr haben des öffentlichen Widerspruchs. Wir können noch nicht einmal eine Klage einreichen. Das ist Ausnahmezustand. Wenn ein Anwalt nicht mehr klagen darf und das gar nicht geprüft wird, sondern wenn im Gegenzug dann der Bund einen Strafantrag stellt. Und dann sehe ich noch etwas anderes kommen. Wenn wir jetzt noch eine ganze Weile so eingesperrt bleiben, dann werden ja viele Menschen sich so sehr nach Normalität sehnen, dass sie sehr gerne bereit sein werden, weitere Zugeständnisse zu machen, die uns weiter in Richtung totalitärer Macht bringen werden. Also, wie viele Menschen werden bereit sein zu sagen, ja, ich lasse mich zwangsimpfen, ich lasse mir einen Chip implantieren oder ich trage ein Gesundheitsarmband verknüpft mit meinem Handy, wo ich immer überwacht werden kann. Dann kann der Staat ja sehen und die Krankenkassen und das Gesundheitswesen, ob ich vielleicht krank bin. Und dann kann man mich herausnehmen und behandeln. Ja, das ist ja alles ganz toll, das ist ein super Gedanke. Und wenn wir noch ein paar Monate eingesperrt bleiben, wie viele Leute in Deutschland werden dann sagen, ja super, das mache ich, ist doch Schnur, ist doch nur zu meinem Besten, ist doch zum Wohl des ganzen Volkes. Ja, das ist wahrscheinlich ist das noch nicht eine antichristliche Weltordnung, aber es bereitet den Weg dafür. Und schon werden die ersten Interviews ausgestrahlt mit Psychologen, die uns darauf vorbereiten sollen, dass wir nach der Krise eine wörtlich ganz andere Gesellschaft vorfinden werden, als wir sie jetzt haben. Ein solches Interview hörte mein Bruder
gerade heute Morgen im Radio in Nordrhein-Westfalen. Man höre und staune. Wir werden eine ganz andere Gesellschaft vorfinden. Was heißt denn das? Was wird denn da in unseren Köpfen angeregt? Was soll das denn sein, diese ganz andere Gesellschaft? Eine Gesellschaft, in der es wieder Klopapier gibt? Oder wird hier nicht schon ganz bewusst ein Gedankengang in Szene gesetzt, der uns sagt, ja, unsere Gesellschaft, unsere freie Gesellschaft, die wir kennen, die wird es nicht mehr geben. Sollen wir uns damit schon abfinden, schon jetzt? Ich bin kein Enthüllungsjournalist, sondern ich bin Theologe. Ich wollte euch mit dieser Predigt einen deutlichen Anstoß geben, mal selber im Internet zu recherchieren. Macht euch ein eigenes Bild. Sucht aber mal alternative Quellen. Und ich komme zurück zu meinem eigentlichen Auftrag als Pfarrer. Warum diese Predigt? Weil ich finde, dass es an der Zeit ist, sich wirklich mal ernsthaft mit den Endzeitaussagen der Bibel zu befassen. Jesus fordert seine Gemeinde immer wieder auf, wachsam zu sein. Er sagt seinen Jüngern, deutet die Zeichen der Zeit. Nun kann es sein, dass meine Deutung sich als falsch erweist. Ich würde es uns und unseren Kindern wirklich von ganzem Herzen gönnen, dass ich Unrecht habe. Aber ich glaube, dass die Situation wirklich ernst ist. Vielleicht sagt mancher von euch, das sind mir zu wenig Beweise. Ja, das mag sein. Ich habe keine Zeit und kein Know-how für gründlichere Recherchen. Ich bin, wie gesagt, kein Enthüllungsjournalist. Ihr könnt selber auswerten, was ihr seht und erlebt. Und wie gesagt, im Internet gibt es immer gute Beiträge, immer noch, die viele Hintergründe und Verflechtungen aufzeigen. Es ist Karsamstag. Die Jünger Jesu saßen an diesem Tag zwischen Kreuzigung und Auferstehung wie gelähmt in ihren Häusern. Sie gingen nicht raus, sie hatten Angst. Irgendwie sehr passend am heutigen Tag. Sie hatten Angst, verfolgt und eingesperrt und getötet zu werden. Über die Heiligen in der Zeit des Antichristen sagt die Offenbarung, dass dieser Staat sie offensiv verfolgen wird und vielleicht sind wir schon sehr bald gefordert, Farbe zu bekennen. Und hier geht's um was. In Offenbarung 19, Vers 20 lesen wir, wie diese ganze Geschichte ausgehen wird. Das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Es ist nur ein sehr kleiner Schritt von der Überwachung aller Menschen hin zu der Forderung, irgendeine Charta zu unterschreiben, deren Inhalt Christen eigentlich nicht zustimmen können. Technisch gesehen ist das möglich, diese Menschen dann auszusortieren. Medial ist es sehr leicht möglich, diese Leute als gefährlich hinzustellen und zu brandmarken und einen Mob gegen sie aufzuhetzen. Wo werdet ihr dann stehen? Wo stehe ich? Die Jünger saßen stumm und in Panik in ihren Häusern. Aber Jesus ist auferstanden, er ist der Sieger. Das damalige System wollte die Apostel mundtot machen. Sie wurden bedroht, sie wurden geschlagen, sie wurden eingesperrt, Stephanus wurde gesteinigt. Die Apostel schwiegen nicht. Sie bekannten sich zu Jesus, sie nahmen Verfolgung und Tod auf sich und sie revolutionierten die Welt. Sie revolutionierten nicht als Gewalttäter, sondern als solche, die Gewalt litten und die Gottesbotschaft dagegen setzten. Wenn wir morgen Ostern feiern, dann ist es doch das Fest des Sieges. Am Ende werden wir das Reich erben. Davon bin ich fest überzeugt. Aber heute müssen wir entscheiden, wie wir den Reichen dieser Welt gegenüberstehen. Und wir müssen die Zeichen der Zeit deuten. Gott segne euch und eure Familien und er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.